Der 29. September 2022 um 18 Uhr. Als erstes erstmal natürlich ein fettes Rest in Peace an Fabi, der ja heute vor 2 Jahren von uns gegangen ist. Ich hoffe, er schaut genauso gespannt auf uns herab, gerade wie ihr vor eurem Bildschirm sitzt, Handys oder wo auch immer ihr da gerade sitzt. Ja, eigentlich sollte ja die neue Martens Army mittlerweile schon in eurem Regal stehen. Allerdings haben wir es zeitlich nicht ganz geschafft, aus familiären und arbeitstechnischen Gründen. Stattdessen präsentieren wir euch heute das offizielle Plattencover, den offiziellen Veröffentlichungstermin und natürlich einen kleinen Link zum Vorbestellen. Wie dem auch sei, der offizielle Veröffentlichungstermin ist der 16.12.2022. Just in diesem Moment wird auch auf www.olveshop.com der Vorbestelllink zur neuen Platte freigeschaltet. Und jetzt haben wir noch ungefähr 2,5 Monate bis zur Veröffentlichung. In der Zeit werden wir euch natürlich mit ganz viel Werbung auf den Sack gehen, mit ein paar neuen Liedern, mit ein paar Musikvideos. Und natürlich haben wir auch das eine oder das andere neue Shirt für euch mit dem Programm, wer da Interesse hat. An sich hat sich dann auch letztendlich das Plattenkonzept noch ein wenig geändert. Warum? Weil ich es so besser fand. Meine Band kann ja mittlerweile von meinen Änderungen ein Lied davon singen. Das sollten sie vielleicht auch mal machen. Wir nennen die ganze Geschichte jetzt Martens Army Skinhead Crew und nicht mehr Martens Army featuring Tim Steinfort. Die erste Platte wird heißen A Skinhead's Pride Part 1. Die zweite ja dann quasi Part 2, die ist noch nicht so weit. Ja, in Anlehnung natürlich an die Band Skinhead Pride, wo der Fabi damals eigentlich den Sänger hätte oder den Gesangspart hätte übernehmen sollen. Soweit dazu. So, zum Schluss habe ich mir noch eine kleine Grußliste hier gemacht, damit ich auch ja keinen vergesse. Also vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten für diese Platte. Und zwar wäre das Kalle fürs Plattencover. Beefy fürs Artwork, der Schecke, Hans und Bit of Snot für die geilen Shirt-Entwürfe, den Carsten natürlich fürs Mixen und Mastern. Tim und Rick und natürlich ein Puschel fürs Mitmachen und fürs Ideen geben. Strucki für die Videos. Pascal für alles andere und meine Tochter Lina natürlich fürs Thumbnail. Viel Spaß! Rock'n'Roll.